Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Ja, diese Woche haben wir 4 Meldungen zum Thema Autismus für euch vorbereitet. Das heißt, die Medien lassen langsam nach, was das Thema angeht und sind etwas schlauer geworden. Hoffen wir zumindest. Nicht. Naja. Auf jeden Fall hat heute die RTL News den Auftritt, denn die haben eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Und weil ich mir sowas nicht alleine antun kann, das wisst ihr ja natürlich, ziehe ich euch wieder mit rein. Link zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erste gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort mir ein Abo geben würdet. Als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo hoffentlich keine zensierten Seiten mehr auftauchen. Ne, also, die letzten Bilder waren ja voller Nacktheit und ihr wisst ja, was dort hier in der multifunktionalen Unterkunft ab und zu mal abgeht. Da macht auch das Ordnungsamt mit. Ne? Als auch der Link zum Twitter-Kanal, wo hoffentlich mal was passiert. Hoffe ich zumindest. Ja, 4 Videos werden diese Woche diesmal kommen. Und bis Mittwoch habt ihr genug Gelegenheiten und auch darüber hinaus die neuen Videos anzuschauen. Ja, solange der Kanal noch da ist, ist es ja noch möglich. Und falls der erste gesperrt wird, mache ich mir den dritten Kanal auf. Denn wenn's einmal nicht weitergeht, dann wird eine neue Reserve zugelegt. Ganz einfach. Und die bisherige Reserve wird dann der Hauptkanal. Ganz einfach. Und diese Meldung hatten wir schon mal am Anfang gehabt. Und zwar von der Dulli-Zeitung Bild. Aber diesmal ist es ja von den RTL News. Und der trägt den Titel: Nach brutalem Mord in Hannover, Ex-Freund auf Friedhof verscharrt, Neuauflage von Prozess. Da würde ich mal sagen, fange nicht lang drum rum. Der Monolog hatte zu lang genug gedauert. Los geht's. Aber erstmal mit einer Fotoanalyse beginnen, ne? Und wie ich sehe, hat diese Frau hier kein linkes Ohr und auch kein Gesicht. Weil sonst würde man sich nicht hinter Papa verstecken. Und der Typ neben ihr, ne, hat die Mappe ja weit von sich zurückgehalten, sodass man das Gesicht ja zum Glück sehen kann. Der hat auch kein linkes Ohr, als auch kein Mund, auch keine Nase, auch kein Kinn, aber wenigstens eine Maske. Aber leider keine FFP2, ihr Volldullis. Meine Güte. Geht das schon wieder gut los? Muss ich schon sagen. Ja. So, jetzt können wir endlich mal lesen. Emre A. und Tanja W. sind Mörder. Dieses Urteil des Landgerichts Hannover bestätigt auch der Bundesgerichtshof. Ja, sage ich mal ganz klar. Die beiden sind Mörder. Haben wir ja schon vorher gelernt. Im letzten Jahr, ne? Ihr wisst ja, welches Video. Das werde ich euch dann im Abspann noch verlinken. Weiter geht's. Trotzdem geht der Prozess nun in eine neue Runde. In dem neuen Verfahren müsste das Strafmaß neu festgesetzt werden, sagte eine Landgerichtssprecherin der Deutschen Presseagentur. Ja, wenn das Strafmaß neu festgesetzt werden muss, dann kann es entweder zwei Gründe haben. Entweder es gab irgendwie Proteste in der Bevölkerung, oder B, und B halte ich das für wahrscheinliche, die Staatsanwaltschaft hieß das vorherige Strafmaß, zu dem die beiden ja verurteilt wurden, irgendwie zu lasch. Also, würde ich mal sagen, letzteres. Weiter geht's. Die Frau hat eine 9-jährige und ihr Freund eine 14-jährige Haftstrafe bekommen. Tja, anscheinend für die Staatsanwaltschaft nicht zu lang genug. Denn es sollte ja lebenslänglich schon sein. Weiter geht's.
Zumindest was die Staatsanwaltschaft sich immer vorstellt, ne? Lesen wir weiter. Komm. Furchterregende Tötungsfantasien. Und ihr RTL-Dullis habt Lügenfantasien. Satire? Nicht. Weiter geht's. Emre A. und seine Freundin Tanja W. begehen vor knapp 2 Jahren einen besonders brutalen Mord. Das Opfer ist der Ex-Freund von Tanja W. Sie hatte ihn nach der Trennung wegen Vergewaltigung angezeigt. Dieses Verfahren wurde aber eingestellt. Anscheinend hat sie ein Rachemotiv gehabt. Eine Rache für eine Sache, die gar nicht stattgefunden hat. Und da haben wir schon den Charakter von Tanja W. entlarvt, ne? Weiter geht's. Im April 2020 locken sie den Ex-Freund aus Bielefeld nach Hannover. In der Wohnung von Emre A. attackiert dieser ihn mit einem japanischen Kurzschwert und tötet ihn mit mehr als 100 Messerstichen. Auf einem Friedhof in Hannover-Kirchhode verscharrt das Paar die Leiche. Muss ich dazu was sagen? Nö. Weiter geht's. Im Februar 2021 verurteilt das Landgericht Hannover beide Angeklagte wegen Mordes. Gerichtssprecher Dominik Thalmann sagt damals im RTL-Interview: Die Angeklagten haben aus Wut und Hass gehandelt. Sie haben aus furchterregenden Tötungsfantasien gehandelt und haben diese in äußerst brutaler Art und Weise in die Tat umgesetzt. Also ist nicht mehr Rache als Tatmotiv für eine Sache, die gar nicht stattgefunden hat, sondern eher aus reiner Wut und Hass. Auch schön. Weiter geht's. Kommen die Mörder nun früher frei? Nein, hoffentlich nicht. Weil das Dullis sind. Die müssen... Weiter geht's. Nach dem Beschluss des Bundesgerichts bleibt die Verurteilung beider Angeklagter wegen Mordes bestehen. Ebenso die Unterbringung des inzwischen 25 Jahre alten Täters in der Psychiatrie. In dem neuen Verfahren müsse aber das Strafmaß neu festgesetzt werden, sagte eine Landgerichtssprecherin der Deutschen Presseagentur. Die Frau hatte eine 9-jährige und ihr Freund eine 14-jährige Haftstrafe erhalten. Ja, wie schon gesagt, die Staatsanwälte wollen lebenslänglich für beide, ne? Weil länger geht es in Deutschland, glaube ich nicht. Weiter geht's. Im ersten Verfahren hatte die Verteidigerin von Tanja W. einen Freispruch gefordert. Freispruch? Wieso das denn? Finden wir es heraus. Sie ist nicht in der Lage, andere Leute zu lesen und auch zu verstehen, ihr eigenes Handeln nachzuvollziehen, also wie wirkt sie auf andere Leute? Aufgrund ihres Asperger-Syndroms, sagte die Verteidigerin Tanja Brettschneider damals im RTL-Interview. Sie hat das Asperger-Syndrom nicht. Wo liegt die Beweise? Meine Güte, die Beweise muss man doch vorlegen, statt hier einfach hier so zu behaupten. Meine Güte, haben wir zum Thema Selbstdiagnose bei TikTok nichts gelernt? Dass man sowas nicht einfach so behaupten kann? Meine Güte, ey. Regt mich das schon wieder auf. Aber es geht ja noch weiter. Beide Verurteilte leben mit dem Asperger-Syndrom, eine Form von Autismus. Erstens mal, sie sind keine Autisten, beziehungsweise Asperger-Autisten. Und zweitens, kommt nicht mit Formen. Ich forme euch gleich, ihr Lügenbarone. Meine Güte. Entweder ihr legt die Beweise vor, oder ihr bleibt Lügner. Ihr dürft euch entscheiden. Meine Güte. Noch so eine Lüge, und ihr bekommt von mir 4 Arme und 4 Beine. Reinoperiert. Weiter geht's. Im Revisionsprozess geht es jetzt um juristische Details, die sich auf die Höhe der Strafe auswirken können. 3 Verhandlungstage sind angesetzt. Ja, was soll ich dazu noch sagen, Leute?
3 Verhandlungstage. Wir werden anscheinend dranbleiben, wenn die Medien schon wieder hochspinnen bei dem Thema Autismus. In diesem Fall hier. Na dann, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es einfach in die Kommentare und lasst mir ein Like da, teilt das Video, als auch mir den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Morgen gibt es ein weiteres Video, dann behandeln wir das Thema Gehirne. Das wird doch lustig morgen. Nicht. Also dann, bis morgen, Leute.